Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem neuen Tagesimpuls für heute, für Samstag, den 12.09.2020. Heute sind die Heilsteine dran, die Heilsteinbotschaften. Drei Karten wie immer entscheide ich aus dem Bauch heraus für die erste, zweite oder dritte Karte oder natürlich auch gerne für mehrere Karten. Ich starte mit der ersten Botschaft, mit dem ersten Heilstein. Oh, und da haben wir das Gold. Sehr schön. Schaut ihr, wie kraftvoll diese Karte ist mit dem Gold? Göttliches Eingreifen. Gott beantwortet aufrichtige Gebete mit Wundern. So, und dann kommt natürlich jetzt, was ich immer sage, und die heute neu dabei sind, die hören es auch das erste Mal. Aber mir ist das immer ganz wichtig auch zu sagen, auch ihr, die im Endeffekt das von mir auch wisst, es ist ganz wichtig, ihr müsst nicht dabei unbedingt an Gott glauben oder an irgendetwas jetzt hier wirklich, ne, als Allmächtliches, also Allmächtliches, Allmächtiges, sprechen kann ich auch nicht mehr. Aber ich möchte gerne damit einfach sagen, dass ihr müsst an nichts wirklich glauben, was da oben ist oder was im Kosmos, Universum etc. Ich bin mir aber trotzdem sicher an etwas, an irgendwen, an irgendwelche Situationen, an Vorbilder oder. Es gibt mit Sicherheit auch, wo ihr euren Halt findet, wo ihr bewusst auch mal, ja, ich sag mal, einen Wunsch ablässt, also sprich zu irgendwem oder wenn es auch nur einfach frei ausgesprochen, ich wünsche mir das und das und irgendwo wird es ankommen. Deswegen, da möchte ich das nochmal betonen, deswegen, ihr müsst nicht unbedingt da an Gott glauben. Irgendjemand wird auf jeden Fall euch erhören. Und das ist gerade dieses Beispiel, was ich sagte, ob ihr es an Gott abgibt oder an wem auch immer. Jeder Mensch wird irgendwann mal sagen, oh, ich wünsche mir das und das. Ne? Und ich sage dann zum Beispiel, lieber Gott, ich wünsche mir das und das, wenn ich das jetzt so formulieren würde. Ich formuliere es natürlich anders, aber für mich ist es dann der liebe Gott, ne? So Punkt. Und ihr habt da für euch einen anderen, jetzt nenne ich das mal ganz ja, profan, Platzhalter. Und auf jeden Fall ist die Karte für dich als Impuls nochmal heute da, dass wirklich das, was wir uns wirklich, wirklich, wirklich aus dem tiefsten Inneren heraus wünschen, was wir so gerne möchten und was vielleicht wir auch schon uns Jahre wünschen und vielleicht ist es auch in Anführungsstrichen, da sage ich wieder nur in Anführungsstrichen, aber so dieses Mal ankommen, mal endlich mal loslassen zu können, einfach mal ganz frei zu sein, gar nicht von einer Situation oder von einem Menschen oder was auch immer, sondern allgemein einfach dieses, ja, dieses Glücklichsein spüren, dieses wirklich, dieses fallen lassen können, einfach diese Momente des Schönen erleben und genießen können und nicht zwischendurch, wenn man denkt, ach, oh, ich habe es erreicht und ich bin da, wo ich sein möchte und dann kriegt man wieder so einen Dusch und dann denkt man, oh, alles fängt von vorne an. Ne? Also wie oft geht es uns so, dass wir irgendwann mal doch denken, oh, jetzt geht's vorwärts. Und dann kommt irgendetwas wieder, ein Steinchen, was uns dann wieder in den Weg gerollt wird. Und dieser Stein ist manchmal gar nicht so klein. Ne? Da ist trotzdem wichtig, drüber zu steigen oder den mitzunehmen, den zu betrachten und daraus was Schönes zu machen. Ne? Wie hier das Gold auch. Und Gold ist ja, wie ich sagen, das Höchste, weil es ist ja nicht das Höchste. Aber trotzdem ist Gold sehr, sehr, sehr wertvoll in jeglicher Hinsicht. Ne? Und ich nenne mir zum Beispiel, sage ich mal öfter mal Goldschatz zu Menschen auch. Es gibt hier auch Menschen, die ich so mal benenne. Ne? Von den Kommentaren, ich denke mal, die jetzt zuhören, die ich schon mal so genannt habe, die wissen es auch. Und das für mich ist das ein ganz, was ganz Wertvolles, auch vom Wort her. Und hier ist ganz klar, du wirst auf jeden Fall, wenn du dir etwas ganz, ganz doll wünscht, wirst du merken, dass du es irgendwohin abgegeben hast und es werden diesbezüglich Wunder geschehen. Und Wunder heißt für mich, du wirst dahin kommen, wo du hin möchtest. Und das sind dann keine Wunder mehr, sondern das wird dann Realität. Dieses Wunder, was du dann vielleicht als Wunder denkst und wieder denkst, ach, das ist mal wieder nur eine Momentaufnahme. Das bleibt sowieso nicht. Bitte sofort rausgehen aus dieser Negativität, sondern dann auch wirklich dran glauben. Denn Wunder können wahr werden und sie werden bei dir auf jeden Fall wahr. So, dann gehen wir zur zweiten Heilsteinbotschaft. Was haben wir da? Oh, da haben wir den Kyanit gezogen. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Zeit nehmen für sich selbst. Es ist jetzt absolut notwendig, dass sie auf sich selbst achten.
Ja, und das passt auch wieder mal zu einem Samstag. Ich hoffe, alle, die diese Karte gewählt haben, haben heute frei. Denn für dich heißt es ganz, ganz, ganz klar, weil hier steht absolut notwendig, Zeit, sich für sich selbst zu nehmen, was Schönes machen, das, was dich glücklich macht, was du schon immer machen wolltest. Oder einfach, wenn es halt auch nicht so was Großes derzeit sein kann, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es mit Sicherheit auch kleinere Dinge, Möglichkeiten, Situationen, die dich glücklich stimmen. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass du diese lebst. Und du sollst die heute leben, du sollst die am Wochenende leben. Du sollst selbst auf dich achten. Eine ganz, ganz wichtig, also auf sich selbst zu achten, finde ich, das ist so eine Vorstufe als Signal und als Warnung auch, dass wenn man immer wieder nur sich um andere kümmert und sich immer ganz hinten anstellt, dann geht das irgendwann mal nach hinten los. Und das muss nicht sein, ne? Zeit für sich selbst zu nehmen. Beansprucht diese Zeit auch. Manche sagen, okay, ich habe Kinder, ich habe Arbeit, ich habe den Haushalt und, ich habe keine Zeit mehr für mich. Ja, dann fordere sie bitte ein. Irgendwen gibt es, der auch mal auf die Kinder aufpassen kann oder auf die Tiere oder was weiß ich auf was, ne? Ich habe jetzt mal einfach nur als Beispielsituation mal genannt. Es gibt auch Babysitter. Und dann kauft man mal, vielleicht geht man einmal weniger essen und gönnt sich einen Babysitter und kann sich deswegen mal einen Freiraum schaffen und geht mal raus oder geht zum Tennis mal wieder, was man lange nicht gemacht hat, oder geht mit einer Freundin, Freund mal irgendwo ins Café und genießt mal diese, wirklich diese Me-Time, ne? Also einfach für sich da mal durchzuatmen, ohne diese ganzen Verpflichtungen, die man sonst im Alltag hat. Und das ist so wirklich für Samstag, finde ich auch diesen Impuls sehr, sehr schön, weil du kannst normalerweise, wenn du heute frei hast, kannst du das umsetzen. Und wenn du in diesem Beispiel, was ich jetzt gerade mit Kindern, Mann und Frau und Haushalt und alles gerade, wenn du die Situation wirklich lebst, dann fordere es heute ein. Sag heute so, ich will nicht sagen, ihr könnt mich jetzt mal alle, das ist jetzt ein bisschen zu krass gesagt, weil ne, man kann alles auch lieb und nett kommunizieren und der Ton macht die Musik. Wenn ich meinem Gegenüber einfach nur alles hinschmeiße, dann wird er sich auch nicht oder sie sich auch nicht wirklich freuen und sagen, klar, Schatz, ne, mach das, was dir gut tut. Aber man kann es auch formulieren. Ne? Oder mal mit einer Freundin oder einem Freund, wenn du jetzt Frau bist, sage ich jetzt mal, Männer machen mittlerweile auch gerne Wellness-Wochenende. Ich kenne auch schon einige. Aber ich rede jetzt mal so klassisch, weil wir hier viele Frauen sind. Ein schönes Wellness-Wochenende mit einer Freundin. In Hotels darf ja die Wellness-Anlage, also der Bereich, ja wieder genutzt werden, ne? Warum auch nicht? Und wenn es nur ein, zwei Tage sind, da, wir können da so viel Kraft tanken. Und das sollst du ganz, ganz dringend Zeit nehmen für sich selbst. Es ist jetzt absolut notwendig, dass sie auf sich selbst achten. Das sage ich jetzt nur zum Abschluss und ich hoffe, du machst was draus. So, und die dritte Botschaft, was haben wir da? Oh, da haben wir den Granat. Reinigung und Entgiftung. Es ist Zeit, sich von physischen und energetischen Giften in ihrem Leben zu befreien. Die Karte hatten wir auch erst vor kurzem. Und das gehört für mich, das ist auch so eine Karte, die wahrscheinlich auch sehr, sehr oft jetzt auch in nächster Zeit noch kommen wird, weil wir einfach in diesem extremen Veränderungswandlungsjahr sind, ne? Allgemein. Gar nicht nur wegen der herausfordernden Zeit. Das war schon so, in Anführungsstrichen, schon sowieso geplant auch in Anführungsstrichen, dass es so ein Jahr wird, dass vieles in Veränderung kommt. Und da gehört natürlich auch unsere herausfordernde Zeit dazu, gar keine Frage. Und deswegen sind wir auch in diesem Prozess und bleiben da auch drin. Und wir müssen immer wieder neue Situationen mal betrachten oder auch ältere Situationen, Momente, Menschen auch in unserem Umfeld mal betrachten, wie weit sie uns noch gut tun und wie weit sie uns hindern an vielen Möglichkeiten und auch an unserer Entfaltung, an unserem Leben, an unserem Sein, an unseren wirklich Potenzialen auch, die wir gerne leben möchten. Was stockt uns da? Was passt nicht? Und da ist ganz wichtig, auch aufzuräumen. Und dieses Aufräumen ist, klar, das kann wirklich auch mal zu Hause sein, indem man wirklich mal seine Wohnung, sein Haus mal auf den Kopf stellt, mal Kleider aussortiert, andere Sachen aussortiert, weil das ist auch etwas, was befreit, ne, und auch sozusagen reinigt und auch entgiftet, ne, weil es sind ganz viele Prozesse, die da mit einspielen.
Und klassische Entgiftung, gut, da kann man natürlich detoxen oder man kann bewusst sich ernähren, was auch ganz hilfreich ist, um und auch neues Bewusstsein zu erlangen. Wir sind ja viel klarer, wenn wir gesünder essen und wenn wir wirklich da auch in unserer Balance, in unserer Ernährungsbalance, in unserem Ausgleich sind, dann haben wir auch ganz andere Gedanken. Wir sind nicht so schwer von innen her. Ich bin Ernährungsberaterin, deswegen darf ich euch das auch so sagen. Und da steckt auch einiges dann dahinter. Sonst würde ich das nicht einfach jetzt so profan jetzt hier mal einfach runterrattern. Aber das ist auch so wichtig. Und das kennt ihr garantiert auch, wenn ihr eurem Körper was Gutes tut, wenn ihr wirklich bewusst euch ernährt und so gelebt habt, dann seid ihr viel leichter und ihr seid viel klarer im Verstand und im Bewusstsein. Ihr nehmt die Dinge viel, viel anders wahr. Und wer sich das jetzt gar nicht so vorstellen kann, der stellt sich einfach vor, wenn wir uns voll gegessen haben und das noch mit Fast Food, dann sind wir einfach schwer und träge. Da kann mir keiner sagen, er kann jetzt Luftsprünge machen und kann jetzt, was weiß ich, einen Marathon laufen oder einen Berg besteigen. Nein, dann würden wir am liebsten uns die Couch suchen. Und jetzt kommt wieder ein bisschen mein Zeigefinger. Ihr sollt natürlich auch euch was gönnen. Und Fast Food gehört auch dazu, wenn das eure Leidenschaft ist. Oder Süßigkeiten auch und alles. Bitte nichts verbieten, nur bewusster. Und da sage ich jetzt ganz extrem dieses nur, weil einfach bewusster leben. Man kann auch sich ein bisschen das aufteilen. Man kann jetzt keinen klassischen Cheat Day, das meine ich damit nicht, sondern man kann auch wirklich sagen, ich ernähre mich jetzt bewusst und dann kann ich mir erstmal aufsparen für einen anderen Moment, dieses andere, weil das braucht man ja nicht jeden Tag. Wichtig ist, dass man für sich da so eine Balance auch findet, ne? Gerade auch was Ernährung betrifft, genauso auch Bewegung, das gehört ja alles auch dazu. So, jetzt sind wir ein bisschen in die Ernährungsberatung reingerutscht, aber da habe ich euch wieder ein bisschen was mitgeben können aus meinem Alltag. Und deswegen ist so, schaut euch das an, auch wirklich. Erstmal das, was ich jetzt gerade so ein bisschen hier monologmäßig euch erzählt habe, aber schaut auch Situationen oder Arbeitsstätten an oder ein Umfeld, auch Freunde manchmal, ne, für Freunde zu scheinen mögen, ne, die aber gar nicht wahre Freunde sind. Ne. Das ist, finde ich, auch immer so. Viele sagen, oh, ich habe so viele Freunde. Ja, kann man auch gerne haben, nur ich sage immer so, die ganz wahren Freunde sind bei den meisten eher wenige, das andere sind Bekannte. Und da auch mal schauen, vielleicht hat man einfach so viele, weil man auch nicht allein sein möchte und so, aber eigentlich tun die einem auch nicht gut. Und dann ist auch mal wichtig, sich von denen zu reinigen, zu lösen. Und das ist auch ein Entgiftungsprozess, weil ich bin danach wieder viel, viel glücklicher, weil ich habe diesen Ballast nicht und deswegen bin ich auch entgiftet. Also da gibt es ganz, ganz viele Perspektiven, die da wirklich nachher als Resultat dann auch rauskommen können und natürlich auch ganz, ganz viele Themen, die damit einfließen, ne? Also schaut euch das bitte mal an und ja, macht was dagegen auf jeden Fall, damit ihr da einfach auch in diese Reinigung und Entgiftung kommt, damit ihr wieder freier, leichter, bewusster, intensiver leben könnt und auch genießen könnt und auf jeden Fall auch mehr wahrnehmen könnt, auch zwischen den Zeilen mehr wahrnehmen könnt. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen super schönen Samstag und freue mich, wenn wir uns morgen zu den Engelbotschaften hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.